Hallo und herzlich willkommen zu Breath of the Wild Let's Play, das letzte Mal. Weiß mir nicht, wo wir hin müssen. Aber, ja, wo wir hin müssen, das mit, ja, hier ist es schon. Wir waren sogar schon da. Mann! Wir waren schon da. Hier sieht man's. Hier, na, egal. Das Wichtige ist, dass wir das jetzt machen können. Ich habe ein bisschen nachgeschaut und, übrigens, das mit diesen Eldras ist auch ziemlich easy. Wir mussten das nur von einem anderen Ort aus machen, ja? Voll dämlich. Aber egal. So. Wir gehen jetzt hier einfach weiter. Und hoffentlich schaffen wir das auch gut. Ohne von unserem Teil hier zu fliegen. Von unserem Schildchen. Hallo. Ey. Oh shit. Komm schon! Oh, Mann! Manchmal steuert sich ein bisschen komisch. Kommt immer drauf an, auf den Untergrund drauf an. Yo. Aber es ist eigentlich relativ easy. Ist das schon der letzte? Nee, oder? Nee. Der letzte sieht immer so riesig aus. Bisschen kleiner gewesen. Whoop. Fast verkackt. So. Oh. Es geht ziemlich weit. Der hat uns fast runtergehaut. Runtergehauen, der Drecksack. Oh, aber es ist ziemlich nice. Yo, fatz. Und durch hier. Ich mag Schildsurfen. Schildsurfen ist voll chillig. Voll nice. Und hier sind eine Menge von diesen Eisgegnern. Brauchen wir die? Nee, welche brauchen wir? Brauchen wir Elektrozeug? Nee. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nie, welche wir eigentlich brauchen. Voll doof. Oh yeah. Oh, es ist ein Schrein! Der Schrein, der ist so schreinig, ja! Der Schrein hat bestimmt eine Schreinausbildung gemacht! Oh shit! So, der Kihatosa-Schrein. Alles klar. Ja, überspringen, man braucht zu lang. So, und hier auch. Mal schauen, was uns hier Tolles, was wir hier Tolles finden werden. Schlamm des Hasses. Oh nein, nicht so viel Hass auf einmal. So, auch im Inneren des Schreins, bla bla. So, was finden wir jetzt hier Schönes? Ein Rätsel. Willkommen Pilger, mein Name ist Kihatos, am Namen der Göttin Hylias heute geprüft werde. Ja, bla bla, laber nicht. Kugelführung. Okay, das letzte Mal, als wir so eine Aufgabe, so einen Schrein hatten, war es ziemlich easy, ohne dass wir es über... Ja, das war schon fast aus so Szenen easy. Ah. Interessant. Ja, das müssen wir jetzt... Das könnte aber hier ein bisschen schwerer sein. Holy shit, geht es weit. Und wir haben die Kiste schon gefunden. Sehr schön. Und wir haben auch den Weg nach oben richtig gefunden, oder? Hui! Oh, wir können natürlich nicht auf den Stein drauf, das wäre ja auch skandalös. Nee, das wäre ja auch unfassbar, ja? Verdammt. So, jetzt aber. Hui! Juhu! Yo, habt ihr das gesehen? Das war voll nice. Haben das einfach benutzt. So. Hier gibt es auch bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, das ja durch zu cheesen, irgendwie den Ball hier runter zu hauen, damit er gleich nach unten fliegt. Sollen wir das machen? Ich versuch's mal. Ist bestimmt ganz lustig. So. So, oh, ich habe einen besseren Ort. Oh. Die wollen also dafür sorgen, dass man das nicht machen kann. Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Ja, die haben schon daran gedacht. So doof sind sie nicht, hä? Okay. Aber hier fliegt die Kugel gleich runter, oder? Das kann uns aber auch egal sein. Oh nein, die... Oh, wir können die nicht mal mit der Stasis dingsen. Okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. D
Das ist also doof. Das ist jetzt etwas doof. Wieder hoch. Na toll. Dieses Mal. Ey. Hallo? So, da abprallen und das musst du dann. Tust mal so hin. Und hier muss man einen Weg bauen. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht klappen. Oh, doch. Easy. So. Oh je. Oh je. Nein, stopp. So, vom Timing her ein bisschen verkackt. Aber machen wir das jetzt so. Oh Mann. Komm schon. Wir können das schaffen. So, jetzt aber. Oh, und runter hier. Oh je. Das hätte ich vielleicht etwas früher machen sollen. Ach was. Easy. Ja. Oh. Und jetzt. Es sollte machbar sein, oder? Bitte. Yeah! Wer sagt's denn? Und wir haben auch nur... Ja, wir haben auch schon alle Kisten. Was? Okay, war jetzt auch nicht unbedingt so schwer. Aber... zum Glück hat's beim ersten Mal funktioniert. Hallo, ich bin hier für mein Zeichen, mein Kumpel, mein Chica-Kumpel. Zeichen von Medo. Sammle diese Internetzeichen für eine neue Herausforderung. Ja, für eine neue Herausforderung. Nur noch eines. Ja, ja, noch, was denn? Was ist denn? Nur noch eines? Ja, ja, ich höre. Was willst du denn sagen? Nur noch eines, ja? Ja, okay. Interessant. Tschüss. Nur noch eines. Monster der Nacht. Sobald die Sonne untergeht, erheben sich mancherorts Skelette und ähnliche Monster aus der Erde. Skelette. Was für ein dämliches Wort. Egal. So. Dann müssen wir jetzt nur noch... Yo. Ich hab gar nicht aufgepasst, wo wir hier gelandet sind. Sieht ganz interessant aus. Aber jetzt müssen wir nur noch, hier haben wir, okay, jetzt müssen wir nur noch hier hin. Das können wir von hier, von dem Turm aus ganz einfach und dann sollte da auch irgendwie so ein Fuzzi sein. Anscheinend mit einem Lagerfeuer, wo wir dann warten können. Und anscheinend sollten wir da auch bis abends warten. So. Und dann dem Drachen einfach nur voll eins auf die Hörner geben. Auch wenn ich gerne mal das mit den Zähnen machen würde von den Drachen. Dass wir die mit Materialien auch mal bekommen, weil wir haben auch noch irgendwelche Ausrüstungssachen, die wir damit verbessern können. Hallo. Hebraturm. Hier. Hier lang. Oh. Es war nicht so weit entfernt, oder? Nee, es geht. Easy peasy. Da schaffen wir es hin. Hier unten ist auch gleich ein Feuer. Ist da jemand, oder? Ich ignoriere es einfach mal. Ach, da ist ein Gegner, okay. Ist ein Gegnerlager, da sind sie auch schon hergespawnt. Ja, ja, die haben sich erstmal getarnt im nicht-spawnenden Land, ja, ja. Ganz schön knifflig hier, die Drecksäcke. Ganz schön... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Egal. Unwichtig. Wir sind nämlich hier. Und das, ja, da raucht's schon. Da ist der Fuzzi. Es ist auch schon Nacht, oder? Weil finden wir den Drachen jetzt gleich. Wupp. Eigentlich kann ich das Zeug hier gar nicht wirklich gebrauchen, aber. Wieso nicht? Es ist kostenlos! Pow! Oh, yo! Moment, wir haben noch extra. So eine Felsenspalte bekommen. Yo, ganz schön viel. So, oh, ja, okay, es regnet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ein bisschen stark doof. Er ist ganz schön behindert, um ehrlich zu sein. What the fuck? Warum muss es jetzt regnen? Es hätte an jedem anderen Tag regnen können. Ein Reisner.
Hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Was machst du denn hier? Der Häuptling hat mich hierher geschickt, um ein Auge auf den Draht zu haben, der hier gelegentlich erscheint. In letzter Zeit ist er ziemlich oft zu sehen. Es machen sich alle Sorgen, dass er in das Dorf einfallen könnte. Da war ja diese Sache mit Medo, also kann ich Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie besorgt sind. Bisher scheint alles in Ordnung zu sein, aber ich bleibe besser noch ein wenig hier. Mal sehen, der Drache durchquert dieses Tal immer bei Nacht. Und wenn er das tut, leuchten seine Hörner. Das Licht zieht einen magisch an. Na gut. Wir haben Nacht. Ist es zu Nacht? Eigentlich könnten wir auf ihn warten jetzt. Dummerweise ist dieses verschissene Lagerfeuer nicht da. Beziehungsweise es ist da, aber es brennt nicht. Und Moment, ich nehme es zurück. Das Lagerfeuer ist nicht beschissen. Dieser dreckige Regen ist beschissen. Gibt es hier irgendwo einen Ort, wo wir pennen können? Also wo wir geschützt sind vom Regen. Da hinten nicht unbedingt. Aber es ist ja Nacht. Eigentlich müsste der jetzt auch hier auftauchen, oder? Ich weiß nicht, um wie viel Uhr. Manu. Wir können ja mal schauen. In die Richtung laufen und schauen, ob er hierher dackelt irgendwie. Wäre natürlich doof, wenn wir da nicht mehr so einfach hochkommen, weil es regnet und dann wir nicht wirklich klettern können. Das wäre sehr nervig. Aber ich gehe einfach mal in die Richtung hier. Ich sehe auf jeden Fall keinen Drache. Na gut. Dann kurz nochmal hierhin teleportieren. Hoffen, dass bis wir da sind, dass aufgehört hat zu regnen. Und dann mal schauen. Ausdaueranzeige! Beim Klettern nimmt deine Ausdaueranzeige hinten kontinuierlich ab. Wow! Wenn sie leer ist, verlierst du den Halt und fällst in die Tiefe. Wow, was für ein toller Tipp. Denn der Tipp ist echt nutzlos, hä? Also ich meine, selbst wenn man keine Ahnung davon hätte. Wenn deine Ausdauer weggeht, kannst du keine Dinge mehr machen, die Ausdauer brauchen. Wow. Versteht ihr, was ich meine? Schon irgendwie ein nutzloser Tipp. So, wir gehen jetzt wieder in die Richtung. Es hat zum Glück aufgehört zu regnen. Bis wir dahin regnet es immer noch nicht, weil... Doch, es könnte schneien. Schneien wird zu Regen, wenn wir an bestimmten Orten sind, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das wäre doof. Weil es ätzend ist, ja? Da hat's ja, da war ja Feuer, wir haben den Rauch gesehen und dann war kam dieser Scheißregen und hat das Feuer ausgemacht. So, mal schauen, ob das jetzt Regen wird, wenn wir da hingehen. Da ist das Feuer. Sehr schön. Vielleicht ist der Dach jetzt schon irgendwann da? Nein? Okay. Hallo. Wusch. Okay. Ah, sehr schön. Bis Abend. So, jetzt sollte es aber easy peasy sein, ja? 21. Wir waren doch um die Uhrzeit hier. Also ein bisschen später. Ist es dann wirklich das, was es ausgemacht hat? Oder wie lange müssen wir hier warten? Wache stehen ist öde. Ja, wow. Kurz wechseln. Ist da hinten, da ist nur so ein doofes Lager. So. Ist halt die Frage, wie lange man hier warten muss. Und von welcher Richtung er kommt. Oder ob er einfach gar nicht mehr kommt. Der hat einfach keinen Bock mehr. Der will nicht mehr. Wieso auch? Glaubt ihr, wir können... Ah, da ist er. Okay, wir müssen jetzt warten. Der hat gesagt, die Hörner leuchten dann irgendwie blau. Darauf warten wir auf jeden Fall. Und dann fliegen wir ihm entgegen und schießen ihm einfach zwischen die Augen. Nein, nicht mal. Wir dürfen ja nicht mal ins Gesicht schießen. Wir müssen ja die Hörner abschießen. Dann schießen wir einfach auf die Hörner. Hallo. Kannst du mal ein bisschen blau leuchten und so? Wäre voll cool von dir, ja? Oh, danke. Geht doch. So. So, dann geben wir ihm jetzt voll auf die Fresse. Am besten mit einer Feuerschutzrüstung. So, so und so. Hallo. Wie geht es denn? Bau! Oh mein Gott! Es
ist ein Schrein! Wundervoll! Unglaublich! Wer hätte es gedacht? Schön. Alles klar. Oh je. Jetzt könnten wir natürlich noch das Horn einsammeln. Das landet nämlich am Arsch der... Oh nein, doch nicht. Auf einer Klippe. Ja, sehr schön. Gut, das holen wir uns. Es ist Nacht, oder? Also sollten wir sogar schneller sein. Sind wir in der Luft eigentlich mit der Rüstung auch schneller? Weiß das jemand? Ich glaube ja nicht, aber wer weiß. Ching, ching. Ching, ching. Hallo. Oh, du Horn des Eldras. Komm zu mir. Wir machen dich irgendwann zu einer Suppe. Beziehungsweise kann man die ja irgendwie mit was zusammenkochen. Dann gibt es voll viel Angriff bei Eldra, glaube ich. Ich glaube, bei Eldra gab es Angriff. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Shirito Gioma Schrein. Hallo. Und mal schauen, wir haben auch noch 4 Minuten. Easy peasy. Was machen wir noch? In der nächsten Folge gibt es dann nämlich den letzten Fight. Und dann müssen wir mal schauen, was dann passiert. Wow. So. Was wird... Hoffentlich mal ein Kampf, ey. Ich will mal kämpfen. Nope. In Ruhe zielen. In Ruhe? Och, nee. Ich hab keine Ruhe. Hui. Oh. Hui. Hui. Gibt's hier eine Truhe? Ja, hier gibt's eine Truhe. Oh. Nichts in Ruhe zielen. Ich tue hier nicht meine Bombenpfeile verschwenden. In Ruhe Bomben legen. Jo. Und ui. Wer sagt's denn? Ah, okay. Es wird auch erwartet, dass man die verwendet. Das wäre der Wind nicht so, oder? Ja, doch. Oh. Puh. Ha. Ist er nicht. So, immer schauen, ob vielleicht irgendwo... Jo, das geht ganz schön weit. Ganz schön schnell. Hier vielleicht irgendwo... sich eine Truhe versteckt. Vielleicht hier hinten. Wahrscheinlich aber auch nicht. Verdammt. Da hinten ist die Truhe, alles klar. Gut, dann wissen wir schon Bescheid. Okay. Oh. Okay. Da überlegen wir gleich. Wir holen uns erstmal die Truhe. Upp. Nein! Verdammt. Oh, da toll. Na toll, dann halt wieder von hier aus. Und wusch! Sollte eigentlich nicht so schwer sein, oder? So. Und wer sagt's denn? Sag ich doch. Es ist nur die Frage, wie wir das hier machen. Weil das Teil da darf sich nicht drehen. Wir könnten natürlich Bombenpfeile benutzen, ja. Wollte ich gerade sagen. Und dann kriegen wir welche. So ein Zufall. Puh. Ja gut. Es ist aber ein anderes Problem. Wir wollen nicht, dass das Teil uns runterhaut. Oder uns stoppt vom hierher kommen. Und warte. Okay, wir haben auch eigentlich schon alle... Ist ja easy. Gut, dann... War es das eigentlich schon? Wir haben alle Truhen. Moment, haben wir? Ja, wir haben alle Truhen und dann... War es das eigentlich schon? Oder? Gibt es hier noch ein Rätsel? Nee, einfach nur rüberfliegen. Na gut. Alles klar. Wieso nicht? Hui! Es war ein sehr schnelles und einfaches Rätsel. Zum Glück, denn wir... Die Folge ist eigentlich schon vorbei jetzt. Ja, ja. Beziehungsweise... Ich würde die Folge gerne gleich beenden. Wir sind nämlich bei 19 Minuten. So, das war gut, dass es so kurz war. Du hast meine Prüfung gemeistert und deshalb bist du auserwählt. Zeichen von Medo, ja. Wow. Nun, da du 3 Zeichen gesammelt hast, begib dich zum Titan. War Medo. So, wie die alle ihre Hände so komisch haben. So, wow, schau mich an, ich bin voll cool. Also die DLC-Chica, ja, die sind... Die halten sich wohl für was Besseres, hä? Octorok-Ballons. Während sie aufgeblasen, entwickeln sie... Oh. Müssen wir auch mal irgendwelche lustigen Sachen damit machen. Kann man bestimmt coole Sachen mitmachen. So, die Ballade von Rivali. Gut, das war's dann hiermit. Als nächstes müssen wir eigentlich nur noch zurück zum Vogel.
Und dann, ja, mal schauen. Easy peasy. Dann können wir eigentlich jetzt die Folge beenden und das nächste Mal schauen, was passiert, wenn wir alle vier von diesen Quests geschafft haben und alle unsere Sachen verbessert haben. Ob dann auch irgendwas Spezielles passiert oder nicht. Wer weiß. Falls es euch gefallen hat, nicht vergessen zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.